Servus Leute, mein Name ist Max Hopp, Dart-Profi aus Deutschland und heute bin ich bei meinem neuen Partner Stargames zu Gast. Let's go! Ich habe im Alter von 12 Jahren das Dartspielen für mich entdeckt, kam durch meinen Vater dazu und bin dann direkt bei meinem ersten Turnier auch ins Finale gekommen, den 2. Platz belegt und dann dachte ich mir, nee, das kann nicht sein, ich muss mehr trainieren, ich muss Gas geben, damit ich dann auch die Siegertrophäe am Ende hole und so wie ich dann den Pokal mit Platz Nummer 1 hatte, ihn in mein Kinderzimmer gestellt habe, das hat irgendwas in mir ausgelöst und ja, ab diesem Moment wollte ich eigentlich nur noch Pfeile werfen und Pokale gewinnen. Der erste Meilenstein für mich war 2015, da habe ich im Alter von 19 Jahren den U23-WM-Titel geholt, damals gegen Nathan Espinel. Nathan Espinel ist heute ein Top-10-Spieler und der zweite Meilenstein war so mein erster Sieg auf der Profitour. Das war 2018, die German Darts Open, Heimpublikum, alle haben es meinen Namen geschrien und das Finale hätte spannender nicht sein können. Ich habe 8-7 im Finale gegen den Bully Boy Michael Smith, der aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, die Nummer 1 der Welt und der amtierende Weltmeister ist, gewonnen mit einem 121er Finish aufs Bullseye. Also das kannst du schöner gar nicht skripten. Und auch heute werde ich da noch regelmäßig auf diesen Moment angesprochen, weil es viele Leute auch zum Dartspielen gebracht hat. Ja, die letzten Jahre waren in der Tat ein bisschen anders. Sportlich habe ich in meinen Wurf eingegriffen. Ich war eigentlich auf der Suche nach Perfektion, habe sie schlussendlich bis jetzt noch nicht gefunden. So ist das im Darts, man wird sie nicht permanent erreichen. Ja, aber habe auch andere Sachen gemacht während Corona. Ich habe die Autobiografie geschrieben. Das hat vielen Leuten nochmal einen ganz anderen Blick so hinter die Kulissen gegeben. Und auch in der Rolle als Co-Kommentator bzw. Experte bin ich sehr aufgeblüht. Ich glaube, früher hat man mich halt immer nur Pfeile werfen sehen. Also man hat mich nur sehr als fokussierten Sportler erlebt. Und jetzt konnte ich auch so ein bisschen auftauen, mich mal von der anderen Seite zeigen, auch mal ein paar Scherze machen. Und ich glaube, das hat vielen Leuten, gerade in Deutschland, gut gefallen. Vom ersten Moment an, wo ich mich mit Stargames unterhalten habe, hat das ganzheitliche Konzept gepasst. Die Jungs sind damit einverstanden, dass der Fokus zu 100% erstmal auf dem Sport liegt. Und wir haben auch schon kürzlich ein Darts-Event gemacht. Das heißt, ich konnte vielen Mitarbeitern vom Unternehmen mal so einen Einblick in die Welt des Darts gewähren. Und ja, das wurde sehr gut angenommen. Und ja, ich bin gespannt, was wir, und ich glaube, viele Zuschauer sind auch gespannt, was wir in den nächsten Monaten dann noch so planen und auf den Weg bringen. Und dann werden wir eine gute Zeit haben. Ja, ich würde mich schon als sehr offenen Typen beschreiben, der immer auf der Suche ist nach der Herausforderung. Sonst wäre ich, glaube ich, sportlich auch niemals so weit gekommen, wenn mir das keinen Spaß bereiten würde. Ja, und natürlich suche ich das Glück in verschiedensten Lebensbereichen, gell? Also privat wie beruflich und natürlich in erster Linie an der Dartscheibe. Ich glaube, ein Quäntchen Glück gehört trotzdem dazu. Aber ja, vielleicht bringt mir ja die Partnerschaft genau dieses Quäntchen Glück und dann fliegt er rein im Ellipelli. Und ja, wir feiern tolle Siege, das würde mich sehr freuen. Ja, durch die Zusammenarbeit mit Stargames wird es auf jeden Fall viele Möglichkeiten geben, zu Dart-Events zu gelangen. Vor allen Dingen auf deutschem Boden. Es wird die Möglichkeit geben, mich zu treffen, eventuell sogar mit mir ein paar Darts zu werfen. Und ja, viele spannende Sachen. Einige Goodies haben wir uns für die Stargames-Kunden dann einfallen lassen. Da will ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber schon bald wird es dazu Neuigkeiten geben. Deswegen bleibt am Ball und folgt uns und dann werdet ihr alles rechtzeitig mitkriegen.